Hallo, mein Name lautet Crying Destiny Gaming. Ich habe hier für euch eine Runde Team Deathmatch auf der Map Whiteout aus dem Spiel Call of Duty Ghosts. Ich spiele in meiner Klasse mit der Honey Badger, mit einem Rotpunktvisier und einem Vordergriff auf der Netztarnung, was jetzt nicht so wichtig ist. Aber sie passt richtig gut zu meinem Outfit, also das muss man sagen. Das sieht man jetzt auch gleich. Ja, perfekt hier, also super getarnt mit meiner Waffe zusammen. Als Sekundärwaffe die M9A1 mit Muzzle Break. Ich habe das Spiel auf Englisch, ich werde das jetzt alles so auf Englisch sagen. Als Primärgranate IED, als Sekundär, beziehungsweise als taktische Granate die Concussion. So, als Perks spiele ich State of Hand, Extra Lethal, Fully Loaded und Hardline. Als Abschussserien, ich spiele Sturmpaket in diesem Gameplay. Da haben wir den Wachhund, die Trinity-Rakete und den Battlehind. Ja, zu dem Gameplay gibt es sonst noch zu sagen, es ist ein 19:2. Es ist jetzt nicht so die beste Runde, aber auch nicht so die schlechteste. Ich brauchte halt einfach gerade mal was, wo ich drüber quatschen kann, was nicht allzu schlecht ist. Was man so, wo es mir nicht peinlich sein muss, dass ich das hochlade, ja. Ja. Also, jetzt gibt's zu sagen, mein Kanal wird so rein, also nicht kein reiner Zombie-Kanal sein. Weil ich ja eigentlich hier gerade nur Zombie-Sachen hochlade. Weil ich will vielfältig sein. Aber es wird, Zombie wird halt der Hauptbestandteil bleiben, aber es wird zwischendurch immer mal sowas kommen wie jetzt so ein Commentary oder einfach nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Multiplayer-Spiel oder so. Wobei die kleinen Sachen, die kleinen Ausschnitte aus dem Spiel werden dann wahrscheinlich unkommentiert sein, außer das geht so lang, dass man da kurz einmal was zu sagen kann. Aber so wie das die 4 Tomahawk-Kills, die ich hochgeladen habe, das waren jetzt glaube ich 25 Sekunden das Video insgesamt, da kann ich nie so viel zu erzählen. Also, ja, das nehmt ihr mir bestimmt nicht übel. Ja, als Thema heute würde ich jetzt mal über die verschiedenen Szenen reden. Also es gibt ja die Emos, die Goths, die Punks, all sowas. Das Problem an der Sache, finde ich, ist, die werden alle so unter einen Hut gepackt. Also zumindest so die Emos, Goths und Scenes und alles. Die meisten Leute unterscheiden halt gar nicht so dazwischen. Und bei mir passiert es immer so, also ich trage halt Nietenarmbänder, Nietengürtel und sowas, ein paar Bandshirts. Und die Leute bezeichnen mich halt als Emo. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Punk habe ich auch schon gehört und ja, das man kann es halt nicht so genau sagen, man kennt die Person nicht. Und vor allem Emo ist eigentlich halt eine Musikrichtung, das ist kein Aussehen. Man kann es halt als Emo-Style definieren, aber eigentlich ist es halt eine Musikrichtung, aus der dieser Kleidungsstil entstanden ist. Und ja, das wissen halt die meisten Leute nicht. Und vor allem, wenn du nur schwarze Haare hast, ein bisschen längere schwarze Haare. Ah, da ist gerade der Typ vom Baum gefallen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Frag mich nicht. Wenn du nur längere schwarze Haare hast, du wirst sofort als Emo abgestempelt. Egal, was du machst. Und das ist halt alles ein bisschen, naja, ne? Finde ich, das Ganze finde ich halt nicht so schön. Also, ich habe nichts gegen die einzelnen Szenen. Ich habe ein paar Emos als Freunde. Und ja, also, man sollte sie tolerieren, sind ja auch nur Menschen. Die ziehen ihr Ding durch, also ich habe Respekt vor denen. Weil halt manche, die sich so trauen, ihre Haare so zu färben und alles. Macht nicht jeder, ne? Also ich finde halt, man sollte Respekt vor den Menschen haben, die das tun. Und nicht irgendwie auslachen oder mobben oder irgendwie sowas. Ja, das war halt jetzt mal meine Meinung zu diesem Thema. Das Gameplay ist jetzt auch gleich schon zu Ende. Ja, da wollte ich nochmal umdrehen, mir den Gegner schnappen, den ich da gesehen habe, auf dem Radar. Und da steht er direkt vor mir. Aber nein, die Runde ist zu Ende. 75:43 hat es jetzt geendet. Hier noch der Last Kill von BJKA 1903.
Ja, ein schöner Sniper. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut da rein.